Wir sind zwar etwas vor der Zeit, aber ich denke, die Pause war lang genug. Frage ans Protokoll. Gibt es noch Anfragen in der Einwohnerfragestunde? Hat sich niemand mehr gemeldet? Dann setzen wir fort mit der Tagesordnung. 4.8 Benutzungsordnung für Schulbücher und Taschenrechner. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Herr Dr. Pinders, werte Mitglieder des Rates, ich kann das versuchen, in drei Sätzen zu fassen. Eine Regelung, eine neue Regelung, die erste Regelung in diesem Segment. Kein zusätzlicher Bürokratieaufbau, im Gegenteil Abbau. Und die dritte Anmerkung, es soll sicherstellen, dass in den Schulen auch sorgsam mit dem Eigentum der Stadt, was aus dem Haushalt der Stadt Zwickau finanziert wird, umgegangen wird. Wir haben den Entwurf dieser Richtlinie, der Ihnen vorliegt, mit den Direktoren mit allen Direktoren vergangene Woche besprochen. Sie befürworten das ausschließlich. Randbemerkung, wir haben das in ähnlicher Form, aber ohne Fassung einer Richtlinie in den letzten Jahren auch an unseren Schulen so gehandelt. Aber uns hat ein Stück die Rechtsgrundlage, sprich an der Stelle eine Richtlinie gefehlt. Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss, durchweg Zustimmung, bitte ebenfalls dieser Vorlage zuzustimmen. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann nochmal zu Protokoll. Es sind 40 Stadträte anwesend, weil das nehme ich jetzt 9. Ach, der Herr Strunz ist gegangen, also sind es noch 39 und meine Person sind 40. Wer also dieser Benutzungsordnung von Schulbüchern und Taschenrechnern seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen, Enthaltung bei 40 Ja-Stimmen so angenommen. 4.9 Änderung der Richtlinie in Anerkennung und Würdigung besonderer Verdienste im Sport. Herr Bürgermeister Mayer. Frau Dr. Finde, es werden Mitglieder des Rates, nichts ist so gut, dass es nicht verbesserungswürdig ist. Es gab zahlreiche Hinweise in den vergangenen Wochen, man kann schon sagen Jahren, dass wir in unserer Ehrungsrichtlinie, ich bezeichne sie mal so, bestimmte Bereiche außen vor gelassen haben. Wir haben heute darauf verzichtet, eine Änderung eigentlich vorzunehmen. Wir leben eben praktisch mit dieser Änderung in eine komplett neue Richtlinie vor. Die Änderungen sind in zweierlei Richtungen vorgenommen worden. Formal, wir haben es jetzt in der Vertretung mit dem Sportstättenbetrieb zu tun und nicht mehr bisher mit dem Fachamt. Das ist die erste Änderung, die ist mehr redaktionell. Und die zweite Änderung ist, dass wir in den vergangenen Jahren jene Bereiche, wo Sportler hervorragende Leistungen verbracht haben, aber nur in Anführungsstrichen auf einem sogenannten Podestplatz gelandet sind, also erster, zweiter oder dritter, in dieser Richtlinie außen vor gelassen haben. Wir haben praktisch nur Weltrekorde, Europarekorde, hervorragende Leistungen an Olympischen Spielen, Paralympics gewürdigt und das wollen wir jetzt mit dieser Richtlinie ändern. Zusätzliche Kosten entstehen aus dem Stadthaushalt und damit für Sie nicht. Der Fachausschuss hat dieser Richtlinie einstimmig Ihnen empfohlen. Ich bitte ebenfalls um Zustimmung. Danke. Wortmeldung dazu? Keine Wortmeldung. Wer der Richtlinie seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung ist einstimmig beschlossen. So, jetzt kommt Dezernat 2 ran, die Frau Bürgermeisterin Köhler. Als erstes unter 4.10 Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nummer 117, Wohnungsbau am Golfplatz. Ja, sehr geehrte Stadträte, wenn Sie die Tagesordnung sehen, die Vorlagen, die das Baudezernat heute liefert, sind es 5 Eigenheimgebiete, die wir angehen oder heute in 2 Fällen auch zum Abschluss bringen. Es sind Gebiete, die Sie von der Entwicklung sehr lange allesamt begleitet haben und jetzt soll Baurecht geschaffen werden. Nach wie vor sehen wir es in der Stadt Zwickau als Perspektive für junge Familien, um neue Eigenheimstandorte auszuweisen. Dennoch erfordert insbesondere unser Landratsamt einen sehr hohen Begründungsaufwand für neue Gebiete. Deshalb möchte ich auch hier in der öffentlichen Stadtratssitzung bei Investoren um Verständnis bitten, deren Vorhaben vielleicht nicht gleich so
umgesetzt werden können, denn es wurde uns ganz klar an die Hand gegeben, erst Begonnenes voranzutreiben, erst Begonnenes auf die Ziellinie zu bringen. Und ich möchte auch sagen, vielleicht sieht es heute in der Gesamtschau nicht ganz so aus, es gibt in Zwickau keine Ausweisung von Eigenheimen um der Eigenheim willen, sondern wir sehen auch die Entwicklung in unseren Stadtteilen und wie schwer es ist, auch attraktives Mietwohnen anzubieten. Das Vorhaben Wohnen Reinsdorfer Straße am Golfplatz sollte ursprünglich mit der Gemeinde Reinsdorf verwirklicht werden. Und Sie können es lesen, dass dies so nicht geklappt hat und wir den gemeinsamen Planungsverband, der extra gegründet wurde, im März 2019 aufgelöst haben. Es soll heute ein Aufstellungsbeschluss für ca. 31 Eigenheime gefasst werden, also ein Bebauungsplan in einer verkleinernden Form als ursprünglich geplant. Die Entwicklung des Bebauungsplans erfolgt über einen privaten Vorhabenträger und es passiert heute nichts. Also Sie kennen ja unser Regelverfahren. Öffentliche Belange, Beteiligung von Anwohnern der Nachbarschaft etc. werden jetzt in diesem Verfahren zum Beispiel über die öffentliche Auslegung erfolgen. In den vorberatenden Ausschüssen hat unser Vorhaben die positive Beschlussempfehlung erfahren und ich bitte Sie auch heute grünes Licht zu geben, dass wir mit diesem Baugebiet beginnen können. Vielen Dank. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Dazu Wortmeldung. Keine Wortmeldung. Da es hier wieder um Ortsrecht geht, es sind 39 Stadträte anwesend und meine Person, also 40 Stimmberechtigte. Wer dem Aufstellungsbeschluss in der vorliegenden Form seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke, Gegenstimmen. Enthaltung einstimmig, so beschlossen mit 40 Ja-Stimmen. 411, Abwägungs- und Satzungsbeschluss, Ergänzungssatzung, Wohnbebauung nördlich der Turmer Straße. Hier hat sich Frau Stadträtin Brandl als befangen angezeigt. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Stadträte, schon in der Überschrift der Vorlage erkennen Sie, das ist im Vergleich zu vorhin der letzte Verfahrensschritt. Wenn heute hier Zustimmung kommt, herrscht Baurecht für 6 Eigenheime an der Turmer Straße. Und in Bezug auf die Nachfrage von Frau Arndt, Frau Arndt, Sie können gewiss sein, in keine Ausschusssitzung, weder im Bauausschuss noch im Wirtschaftsausschuss über die Jahre, die uns das Vorhaben begleitet, verlief ohne die Nachfrage, wann wird denn die Turmer Straße saniert. Ihre Kollegen, die im Bauausschuss sind, erhalten die Vorlage in der Sitzung Oktober 2019 und darin ist verzeichnet, dass voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 mit der Sanierung der Turmer Straße begonnen werden kann. Ja, ich bitte Sie um Zustimmung. Es ist eine kleine Form einer Abrundung, fügt sich ein in die vorhandene straßenbegleitende Bebauung und 6 Bauwillige könnten ja die Chance haben. Wie ich weiß, sind alle Bauplätze bereits vergeben. Vielen Dank. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Dazu Wortmeldung? Sehe ich nicht. Jetzt sind 38 Stadträte stimmberechtigt und meine Person dann 39. Wer dem vorliegenden, diesen vorliegenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die Ergänzungssatzung Wohnbebauung nördlich Turmer Straße seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung mit 39 Ja-Stimmen so beschlossen. 412, ebenfalls Abwägungs- und Satzungsbeschluss, dieses Mal Zwickau-Eckersbach-Trillerstraße, Finkenweg. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, für die Stadträte, die neu in dieser Wahlperiode bei uns sind, das ist ein Vorhaben, was in den 90er Jahren an den Start gehen sollte. Der Investor ist 1997 in Insolvenz gegangen, das Verfahren ruhte sehr lange Zeit und es hat sich
ein neuer Investor gefunden. Auch dieses Baugebiet wird also von privat entwickelt. Auch diese Vorlage stellt den letzten Verfahrensschritt in diesem Bebauungsplanverfahren dar. Straßenbegleitend zur Trillerstraße können ca. 5 Mehrfamilienhäuser entstehen und im rückwärtigen Teil bis zu 30 Eigenheime. Nach unserer Kenntnis in der Verwaltung ist auch dieser Eigenheimstandort, ja, mit meinen Worten zu sprechen, ausgebucht. Und ich bitte Sie hier, wir haben alles ordnungsgemäß absolviert, die öffentliche Auslegung, auch die Träger der öffentlichen Behörden beteiligt. Und ich bitte Sie um Zustimmung, wie das auch in den Ausschüssen vorher erfolgt ist. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Dazu noch Wortmeldung. Gut vorbereitet, gut vorbereitet, keine Diskussion mehr. Dann stellen wir das zur Abstimmung. Abwägung, Satzungsbeschluss, Bebauungsplan 029, Wohnungsbau, Zwickau-Eggersbach, Trillerstraße, Finkenweg. Sind wieder 39 Stadträte und ich, also 40 Stimmberechtigte. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen, Enthaltungen, 40 Ja-Stimmen. Tagesordnungspunkt 4.13, Beschluss über die Neuaufstellung des Bebauungsplanes 118 Zwickau-Pöllwitz-Einkaufszentrum Schubertstraße. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrte Stadträte, meine Worte zur Einleitung dieser Vorlage richte ich diesmal ausdrücklich nur an Sie, weil es ist ein wesentliches Recht, was nur Sie als Stadtrat haben, die Planungshoheit in Ihrer Kommune, in Ihrer Stadt auszuüben. Und ich habe es durch die nochmals auch im Frühjahr 2019 entbrannte Diskussion und alles, was los war um die Eröffnung unseres Fashion Outlet in der Schubertstraße von Ihnen so aufgenommen, dass ich einen Handlungsauftrag erhalten habe, Rechtssicherheit in diesem Bereich, in diesem Vorhabens- und Erschließungsplan aus 1992 für Sie in der heutigen Zeit zu bringen. Aber ich habe noch eins deutlich mehr mitgenommen, dass Sie Ihre Planungshoheit so ausüben wollen, dass unsere Innenstadt geschützt ist und dass darüber hinaus Einzelhandel in zentrenrelevanten Punkten, in zentralen Versorgungspunkten und Stadtteilzentren unserer Stadt zu finden ist und sonst bitteschön nicht. Diesen Auftrag habe ich aufgenommen und mit dem Stadtplanungsamt und der Wirtschaftsförderung und Beteiligten überlegt, wie wir diesen Weg gehen können, auch vor dem Hintergrund, dass die Planungshoheit von Ihnen das eine ist und das andere, was zugrunde liegt, ist das Eigentum desjenigen, der die Flächen in der Schubertstraße besitzt. Herr Geisler ist heute auch bei uns und wir haben mit ihm gesprochen, dass wir einen Weg gemeinsam gehen wollen und daraus ist die Aufstellung, die Vorlage geworden zur Neuaufstellung eines Bebauungsplans Nummer 118 Einkaufszentrum Schubertstraße. Die Planungsziele habe ich für Sie nach Ihrem Willen, denke ich, vorformuliert. Dort ist aufgeführt, dass die Entwicklung gehen soll Richtung großflächigen Einzelhandel, der nicht zentrenrelevant ist, und einer Gewerbeentwicklung. Es ist ein reguläres Verfahren, was bestimmt bei gutem Verlauf 2 Jahre dauert, das jetzt anfängt mit allen möglichen Formen der Beteiligung. Und auch diese Vorlage habe ich nicht aus dem Stand heute eingebracht, sondern wir haben mit der IHK, also unserer Industrie- und Handelskammer, gesprochen, mit dem Arbeitskreis unserer Innenstadthändler, mit dem Eigentümer, aber auch mit dem Mieter der Schmied GmbH. Denn Sie wissen, dass dieser Mieter im Fashion Outlet für uns hoffentlich auch noch ganz andere Bedeutung erlangt. Sie kennen es aus den Medien, dass gerade dieser Mieter in das Jo-Kaufhaus ziehen will. All das war einzubeziehen und die Fachausschüsse haben uns grünes Licht gegeben und es war überwiegende Auffassung und auch einstimmig, dass wir
dieses Bebauungsplanverfahren anfangen wollen. Danke für den nochmal auch in die Vergangenheit geführten Vortrag und den Stand, den wir jetzt heute haben mit der Überplanung. Wortmeldung. Herr Rudolph, bitte. Ja, nur eine Frage an Frau Köhler, weil ich weiß, dass viele Menschen die Sorge umtreibt, was aus diesem Einkaufszentrum dort wird, vor allen Dingen Menschen aus dem nördlichen Gebiet unserer Stadt. Ich gehe davon aus, dass durch diesen Bebauungsplan der Status quo nicht in Frage gestellt wird. Können Sie das so bestätigen? Ja. Frau Arndt. Also mit der uns heute vorliegenden Beschlussvorlage kann man sagen, dass das Handeln in der Stadt Zwickau aus meiner Sicht und aus Sicht vieler anderer auch in einer schlüssigen Konsequenz endet. Über viele Jahre haben sich viele Menschen immer wieder über die Stärkung des Lebens einer Innenstadt oder überhaupt einer gesunden, vitalen Stadt Gedanken gemacht, sehr viel Arbeit, Handeln dahin investiert, viele Projekte wurden entwickelt. Es gibt unheimlich viele Menschen, die sich auch ehrenamtlich dafür engagieren, dass eben unsere Innenstadt keine tote Innenstadt ist, dass es eine Innenstadt ist, die von Zwickauern gerne besucht wird, aber eben auch von Menschen von außerhalb und die auch für Touristen attraktiv ist. Sehr viele Besucher, auch jetzt am letzten Samstag, die in die Stadt kommen, empfinden Zwickau als wunderschön, lebens- und liebenswert. Aber um eben so eine Stadt so aussehen zu lassen, gehört eben auch dazu, dass wir eine vitale Handelslandschaft haben, weil Handel nun mal das ist, wofür Menschen in die Stadt gehen. Nicht nur, das ist richtig, aber es ist doch ein wesentlicher Punkt, der vor allen Dingen dann auch für Gastronomie, Immobilienwirtschaft und viele andere eben die Grundlage bietet, um überhaupt ihre wirtschaftliche Existenz sichern zu können. Mit der Beschlussvorlage hier, ich kann verstehen, dass das für den einen oder anderen nicht ganz so nachvollziehbar ist, ist es aber so, dass man sich als Stadt darauf konzentriert, eben sein Zentrum zu stärken und nichts anderes wollen wir damit erreichen. Es wird immer Dinge geben, die nicht innerstädtisch angesiedelt werden können. Für die gibt es Raum an der Peripherie. Aber alles andere, was eben zentrenrelevant ist, gehört eben in das Zentrum einer Stadt. Und ich bin wirklich froh, dass wir heute hier einen wichtigen Schritt in diese Richtung gehen. Vielen Dank. Herr Itzig. Besser spät als nie ist die Devise. Der Stadtrat im Jahr 2011 hat ein sogenanntes Zentren- und Handelskonzept verabschiedet. Und das, was jetzt erfolgt, ist eigentlich nur die logische Quintessenz oder Schlussfolgerung aus dem Handeln des Rates damals und der Umsetzung heute. Eigentlich hätte der Prozess schon in 2011, sprich nach Verabschiedung dieses Einzelhandels- und Zentrenskonzepts in Gang gesetzt werden müssen. Und das soll heute hiermit geschehen und ich bitte um breite Zustimmung. Danke. Herr Reiche. Ja, ich denke auch, Frau Köhler hat das ja ordentlich erklärt. Mich würde nur eins interessieren, mein Kollege hat ja schon gefragt, Status quo bleibt bestehen. Wann wird denn der Entwurf des Flächennutzungsplans, was ja auch maßgebend ist, uns mal vorgelegt? Also unsere Fraktion wird dieser Vorlage hundertprozentig zustimmen. Ja, also ein wesentlicher Bestandteil, also erstmal Entwurf des Flächennutzungsplans, den gibt es ja. Das ist ja die Phase, in der wir nun schon viel zu lange stecken. Es geht ja jetzt darum, dass wir in den Zieleinlauf gehen. Wir arbeiten ja jetzt auf einer Grundlage des Entwurfs eines Flächennutzungsplanes. Ein wesentlicher Bestandteil der Umweltbericht ist derzeit in der externen Auftragsvergabe und wird demnächst vorliegen. Ein anderer Bestandteil, den Frau Hempel, unsere Wirtschaftsförderung, verantwortet, wird auch gerade aktualisiert. Das ist die Übersicht über die Gewerbeflächen unserer Stadt, die wesentlich mit einfließen.
Und dann würde ich Ihnen im nächsten Bau- und Verkehrsausschuss einen Zeitstrahl vorstellen. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann stelle ich das zur Abstimmung. Beschluss über die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nummer 118 Zwickau-Pölwitz, Einkaufszentrum Schubertstraße, sonstiges Sondergebiet großflächiger Einzelhandel und Gewerbe. Sind 40 Stimmberechtigte im Saal. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist bei einer Enthaltung und 39 Ja-Stimmen ist das so beschlossen. Tagesordnungspunkt 414, auch ein Aufstellungsbeschluss über den grünen Campus am Flugplatz und Stennerstraße in Planitz. Frau Köhler, bitte. Ja, ich möchte auch hier die einleitenden Worte erst an die Stadträte richten, die jetzt neu hier sind, denn die grundsätzliche Entscheidung war uns damals und Ihren Kollegen in 2017 nicht ganz leicht gefallen und es war auch nun alles andere als eine unumstrittene Vorlage, die damals im Finanzausschuss auf der Tagesordnung stand. Es ging darum, eine große Fläche an der Straße am Flugplatz umzuwandeln, perspektivisch von landwirtschaftlich genutzter Fläche in den jetzt in der Entwicklung auf den Weg gebrachten grünen Campus Wohnen. Damals hat die Stadt Zwickau die Fläche verkauft. Der Verkauf ist zustande gekommen und jetzt geht es darum, Baurecht zu schaffen. Deshalb kommen wir jetzt von der Zuständigkeit des Finanzausschusses in den Bereich des Stadtplanungsamtes. Die Projektideen haben wir Ihnen auch mit einer doch recht anschaulichen Präsentation in den beiden vorbereitenden Ausschüssen vorgestellt, weil man es sich, denke ich, nicht per se gut vorstellen kann, was nun der grüne Campus Wohnen an der Straße am Flugplatz werden soll. Wir haben Ihnen vorgestellt, in welchem Ausmaß, Art und Umfang die Bebauung dort entstehen kann, was geplant ist, dass damit die Verlagerung des Firmensitzes, des Vorhabenträgers eingepreist ist. Und ich möchte auch noch ein Argument ansprechen, was die Oberbürgermeisterin in unserer Dienstberatung bei dieser Vorlage gebracht hat. Ich kann das Argument nur unterstützen und möchte es Ihnen hier auch mit auf den Weg geben, dass das eine Möglichkeit ist, den grünen Campus Wohnen und Arbeiten zu bringen, auch eine Möglichkeit ist, in unserer Stadt wieder Fachkräfte zu binden, zu werben und hier in Zwickau zu beheimaten. Auch hier, wenn große inhaltliche Fragen sind, wenn Sie Bedenken haben, es kann ich auch deutlich sagen, es ist nichts angebrannt mit der Vorlage. Es ist der erste Verfahrensschritt, gehen jetzt die ganzen Punkte los, öffentliche Auslegung, Nachbarbeteiligung. Natürlich werden uns auch wie in 2017 die Anwohner der Stennerstraße, davon gehe ich aus, nochmal ihre Punkte mit ins Hausaufgabenheft schreiben, was wir beachten müssen. All das kann aber jetzt im Verfahren erfolgen. Und ich bitte hier um Zustimmung und damit um Beginn dieses Verfahrens. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Dazu Wortmeldung. Nicht der Fall. Dann können wir auch hier zur Abstimmung kommen über den Aufstellungsbeschluss über den vorhabensbezogenen Bebauungsplan Nummer 119 für das Gebiet Zwickau-Niederplanitz zwischen Stennerstraße und am Flugplatz, grüner Campus, Wohnen und Arbeiten. 40 Stimmberechtigte sind anwesend fürs Protokoll. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? 40 Ja-Stimmen. Tagesordnungspunkt 415, Beschluss über den Entwurf und die Auslegung Bebauungsplan 112, Stadtteil Kainsdorf an der Feldstraße, Wohnbebauung. Frau Bürgermeisterin Köhler. Ja,
sehr geehrte Stadträte, mit dem letzten Punkt, mit dem ich heute komme, sind ca. 17 Eigenheime verbunden. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam mit dem Vorhabenträger das Plangebiet zu vergrößern. Also ich sage jetzt die beiden Hälften, die Sie in Ihrer Vorlage in der Karte sehen, als einen Bebauungsplan zu beginnen. Das Vorhaben ist in Kainsdorf bekannt. Es ist gewollt, es findet Unterstützung. Wir waren 2017 im November zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung vor Ort. Es kamen insbesondere auch Hinweise von den Anwohnern des sich gut entwickelten Wohngebietes an der Kirchstraße. Diese Hinweise, was insbesondere auch die Verkehrsführung anbelangte, haben wir aufgenommen. Die entsprechende Zusage hier ist auch erteilt worden. Und ja, ich sage mal, der Ortschaftsrat Kainsdorf hat jetzt auch seine Zustimmung noch mal erteilt. Ich kann bei dem Gebiet wirklich auch nur sagen, es ist gewollt, nach meinem Kenntnisstand nahezu ausgebucht. Die Baubelegen haben sich gefunden. Und auch hier gehen wir ja jetzt in die öffentliche Auslegung. Also wenn übergeordnete Belange sind, auch die können jetzt noch eingebracht werden. Vielen Dank. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Wortmeldung. Nicht auch jetzt hat sich ist niemand gegangen, niemand hinzugekommen. 40 Stimmberechtigte. Wer also Beschluss über den Entwurf und die Auslegung Bebauungsplan Nummer 112 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil Kainsdorf an der Feldstraße Wohnbebauung die Zustimmung erteilen will, den bitte ich ums Handzulegen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei zwei Enthaltungen und 38 Ja-Stimmen ist es so beschlossen. Tagesordnungspunkt 5.5.1, Prüfauftrag zur Errichtung eines Parkhauses für Elektrofahrzeuge. Antrag Fraktion CDU-FDP, der Antrag war schon hier, sind die Ausschüsse zurückgegangen und ist jetzt wieder hier, dass die Verwaltung das prüfen soll. Ist nochmal das Wort gewünscht, Herr Dr. Schick, bitte. Ja, verehrte Oberbürgermeisterin, verehrte Stadträte, jetzt ist es soweit, dass wir es heute abschließend beschließen können. Die Idee ist schon eine Weile alt, die stammt schon aus dem alten Stadtrat, zu einer Zeit, wo ich glaube, dass die Greta noch frei da in die Schule ging. Das Thema ist aktueller denn je. Es hat eine Bedeutung erlangt, dass man sagt, es passt genau in den Zeitgeist, wo wir jetzt leben. Die Elektroautomobilität ist in aller Munde. Bei Langstrecken rein batteriegetrieben ist man noch strittig, bei Kurzstrecken gibt es keinen Streit. Da wird sich das Elektroauto sicher durchsetzen und genau in die Lücke wollen wir rein. Wir wollen ein Zeichen setzen für die Mitarbeiter in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie, dass der stramme Wechsel, der in Mosel stattfindet, das heißt die Umstellung auf reine Elektromobilität, auch von der Stadt Zwickau mit unterstützt wird. Und dafür soll ein Projekt ins Leben gerufen werden, was das Ganze mit allen Vorteilen bündelt. Wir schlagen mit diesem Briefauftrag vor, zu schauen, ob wir in der Innenstadt ein Grundstück finden, was mit einem reinen Elektroparkhaus versehen wird. Man kann damit viele Vorteile verbinden. Zum einen das Beleben der Innenstadt durch kurze Wege zu Geschäften, Gaststätten und zur Kultur in der Stadt. Man kann die Parkplatznot auch für die Anwohner der Innenstadt entschärfen und für das Personal der Einrichtungen in der Innenstadt. Ich erreiche dadurch in der Innenstadt emissionsfreien Autoverkehr, der zudem noch geräuscharm unterwegs ist. Und man hat ein, ich will mal sagen, visionäres Projekt, an dem sich auch VW beteiligen soll. Hierzu soll ein Konzept erarbeitet werden, das beinhaltet die Energieoptimierung der Ladekapazitäten an einem Ort. Das könnte beispielsweise mit der ZEV erfolgen. Die Entwicklung neuer Software zur optimalen Beschickung dieses Parkhauses, zum Beispiel durch unsere Hochschule. Ich denke hier nur an automatische Fahrzeugerkennung, Abstimmung der individuellen Ladebedarfe der Nutzer. Verweilzeiten kann man einplanen oder sogar Ladeplätze voranmelden für die, die von auswärts nach Zwickau kommen und sich die Stadt anschauen wollen und dann mit einem vollgeladenen Fahrzeug die Rückreise antreten wollen. Gemeinsam mit Fördermitteln des Landes, das ja aus meiner Sicht ja auch in der Pflicht ist, man ist ja für diesen Standort und die Arbeitsplätze verantwortlich,
Sollte ein Investor gefunden werden, ob privat oder in öffentlicher Hand, das sei dahingestellt. Und mit Sicherheit wird dieses Projekt in den Anfangsjahren nicht in der Gewinnzone fahren. Das braucht also eine Anlauffinanzierung. Hier könnte man auch für die Nutzer beispielsweise anfänglich kostengünstige Gebühren für Parkzeit oder Ladestrom mit einbinden. Also kurzum, ich hoffe, dass dieser Prüfauftrag zu einem solchen Projekt führt und dass wir in der Innenstadt entweder an der bereits angedachten Stelle oder an einer anderen innenstadtnahen Fläche das Projekt zeitnah umsetzen können. Ich bitte um Zustimmung. Danke. Wortmeldung. Frau Arndt. Also ich habe so ein bisschen mein Problem mit dem Antrag, weil ich ein Parkhaus nur für Elektrofahrzeuge ehrlich gesagt nicht zielführend finde. Ich stimme absolut überein, dass wir weitere Parkflächen in der Innenstadt brauchen, sehe aber hier ein Parkhaus nur für Elektrofahrzeuge als nicht, also ist mir nicht schlüssig, warum nur Elektrofahrzeuge dort parken sollen können. Und ein Prüfauftrag ist immer so eine Sache. Klar kann man manchmal Sachen prüfen, gar keine Frage. Aber ein Prüfauftrag verursacht auch Arbeit in der Verwaltung. Insofern, ich bin nicht gegen Parkmöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich in Zukunft beschäftigen muss. Da wird es genügend Probleme geben, wie man die nötige Energieleistung zur Verfügung stellen kann. Ob jetzt das das Thema ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen, sehe ich kritisch. Als Anmerkung von der Verwaltung, wir beschäftigen uns schon mit diesem Thema und das Ergebnis ist noch nicht vorausgegeben. Also egal, es kann auch durchaus sein, dass ein gemischtes Parkhaus rauskommt. Also deshalb, ich plädiere eigentlich, diesen Prüfauftrag anzunehmen. Frau Arndt. Wenn Sie das empfehlen. Herr Itzig. Also es gibt ja in dem Rat hier so eine alte Tradition, dass, nehme ich jetzt mal die Worte des Herrn Heinzig, der die sonst immer benutzt, dass einem Prüfauftrag ja nichts entgegensteht, sollte man prüfen. Vielleicht kommt ja auch was ganz Negatives dabei raus, dass wir dann belehrt werden, das ist alles Quatsch, was ihr da vorhabt. Deswegen prüft, wenn es was zu prüfen gibt und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Noch eine Anmerkung, es kann ja auch rauskommen, dass wir gar kein Parkhaus brauchen und wir bauen unsere Straßenbahnnetze aus. Weitere Wortmeldung? Das sehe ich nicht. Dann steht der Antrag, der vom Wirtschaftsausschuss gegeben wurde, Austauschblatt, ja, empfohlen wurde, Austauschblatt vom 24.09., der steht zur Abstimmung. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Eine Enthaltung? Keine. Bei einer? Nee, Gegenstimme. Der Herr Reichelt noch. Enthaltung. Eine Gegenstimme, eine Enthaltung. Danke. Neu, Tagesordnungspunkt 5.2, Prüfauftrag für entgeltfreien Nahverkehr für Kinder in der Stadt Zwickau. Auch dieser Antrag ist aus der alten Legislaturperiode im Finanzausschuss vorbereitet worden und jetzt wieder hier auf der Tagesordnung als Prüfauftrag. Herr Heinzisch, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Mitglieder des Rates, da wir im Finanzausschuss ein äußerst positives Abstimmungsergebnis zu diesem Antrag hatten, der ja, wie schon erwähnt, ebenfalls aus der letzten Legislatur stammt, muss ich, denke ich, nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten und kann mich hier kurz fassen, muss ich nicht mit Wiederholungen langweilen. Auf den Punkt gebracht, wir möchten gerne wissen, was würde es kosten, wenn die Zwickauer Kinder den öffentlichen Nahverkehr entgeltfrei benutzen dürfen. Darauf läuft es ja hinaus. Das ist wahrscheinlich dann auch die Frage, wo es eventuell den Dissens gibt, weil in der Sinnhaftigkeit stimmt, glaube ich, alle über jede politische Couleur hinweg mit uns überein, dass das durchaus überlegenswert wäre, es zu machen. Kann ich jetzt eine große Rede halten, mache ich nicht. Nur noch mal drei Punkte, die uns dabei wichtig sind. Es gibt zwei soziale Komponenten. Das eine ist eine tatsächliche Entlastung von Familien von Kosten, eben das Entgelt für den öffentlichen Nahverkehr.
Die zweite soziale Komponente ist, dass wir die Teilhabe von Kindern verbessern, vor allen Dingen von sozial schwächer gestellten Kindern verbessern. Ich wiederhole mal das, was ich hier in der letzten Legislatur gesagt habe. Es ist schön, wenn die Musikschule bezahlt wird, aber man muss eben auch das Geld haben, um dann mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Musikschule zu kommen. Das ist die zweite Komponente. Und die dritte, denke ich, hat das auch einen sehr positiven Effekt auf unseren öffentlichen Nahverkehr, weil vielleicht die ein oder andere Fahrt von Mutti dann ausfällt, weil die Kinder den ÖPNV nutzen können. Und das ist, denke ich, auch ein positiver Effekt und führt sicherlich zu einer noch stärkeren Auslastung des ÖPNVs. Natürlich der Busse, besonders aber auch unsere Straßenbahnen. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag, dass wir also mal prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, dass die Zwickauer Kinder, also bis 18 Jahre, den ÖPNV in der Stadt kostenlos nutzen dürfen. Vielen Dank. Ich bitte um Entschuldigung, ich war etwas schnell. Wir hatten vorher den Antrag Hauptstraße, den würde ich dann im Nachgang bringen. Na, gut. Zu dem Thema, was unter 5.3 steht, nicht 5.2, Prüfauftrag entgeltfreier Nahverkehr für Kinder, noch Wortmeldungen. Herr Itzek. Auf wie das Vorgenannte der Tradition geschuldet, dass man Prüfaufträgen nachgehen soll, glaube ich, sind wir uns in der Stadt Zwickau da etwas die Hände gebunden, da die Stadt und auch das Verkehrsunternehmen selbst, was die Stadt innehat, nicht über die Tarife oder Nicht-Tarife frei entscheiden kann durch die Angliederung an das Verkehrsverbundnetzes, was ja auch im Kreistag hinlänglich bekannt ist. Wenn man sowas einführen wollte, möchte, dann muss das wohl nach unseren Erkenntnissen im gesamten Verkehrsverbundgebiet gemacht werden, weil es dort einheitliche Tarifstrukturen gibt für alle. Ich glaube, dort werden wir an unsere Grenzen kommen, so gern wir das auch wollten. Aber wir werden sehen, was dieser Prüfauftrag dann von seitens der Verwaltung mit sich bringt. Also hier muss ich mal richtig stellen, wenn wir eine freiwillige Leistung machen und einen Zuschuss geben an unseren Verkehrsbetrieb, dann ist das möglich, genauso wie wir das auch beim Schülerverkehr ja machen. Aber die Frage ist, ob wir es uns leisten können. Das ist das Thema. Herr Forster. Ja, eine Nachfrage meinerseits. Was beinhaltet die Tarifzone 16? Nur die Innenstadt? Wie weit geht die Tarifzone 16? Jetzt brauchen wir Leute, die den ÖPNV nutzen. Herr Forster, ich würde es Ihnen nachreichen. Es wird sicherlich das Stadtgebiet betreffen. Die Mosler. Ja, der Herr Forster engagiert sich in großen Wund, aber in Mosel. Weitere Wortmeldung. Herr Elzel bitte. Ja, ich hätte noch eine Nachfrage. Wie wollen Sie kontrollieren, ob das Kind aus Zwickau stammt oder nicht? Den hat man bis 18. Danke. Wir sind ja erstmal beim Prüfauftrag, ne? Vielleicht stellen wir auch einen extra Ausweis aus als Stadt, muss man mal sehen. Weitere Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann, wer diesen Prüfauftrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltung, einstimmig beschlossen. Und jetzt 5.2, Belebung der Zwickauer Hauptstraße, Antrag Fraktion CDU-FDP. Herr Siegel, bitte. Ich mache es kurz. Gute Ideen, oder man könnte auch sagen, ja, die Hauptstraße. Gute Ideen für die Hauptstraße haben alle Fraktionen. Das zeigt ja auch der Änderungsantrag, der kurz vor der Sitzung noch hereingeflattert ist von der BFZ. Ob das ein guter Stil ist, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall weitere gute Ideen. Wer heute die Freie Presse gelesen hat, hat was von einer geplanten Kneipenmeile gelesen. Wir als CDU-FDP-Fraktion möchten nicht nur das Nachtleben der Hauptstraße befördern, sondern wir wünschen uns natürlich eine Verzahnung vieler
verschiedener Initiativen, die noch erweitert werden durch den Änderungsantrag der BFZ. Diese vielen Bausteine können unserer Ansicht nach die Hauptstraße und damit auch die Innenstadt eben insbesondere auch tagsüber und beleben, und vielleicht gelingt es ja, gerade diese wichtige Tangente durch die Innenstadt noch attraktiver zu machen. Wir haben heute gehört, dass das Kaufhaus Joh geplant ist, wieder zu beleben. Das wäre ja auch schon ein Baustein. Und wenn es uns dann gelingt, Kundenbüros oder Start-ups dorthin zu bringen, wäre das natürlich wunderschön. Also wir bitten einfach, diesem Antrag zuzustimmen. Es ist auch ein Prüfantrag, und mal sehen, was dann herauskommt. Herr Itzek, bitte. Also ich sehe es mal nicht als Prüfauftrag, das ist schon Konzepterstellung. Also es geht schon ein bisschen weiter. Gut. Ja, wenn draußen ein Konzept wird, umso besser. Gut. Herr Drechsel. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder. Wir erkennen in dem Antrag der CDU die Situation, der Hauptstraße verbessern zu wollen. Und das ist ein positiver Ansatz. Denn eine Hauptstraße wie unsere Hauptstraße, so wie man sich eine Hauptstraße vorstellt, ist es ja momentan nicht. Aber darüber sind wir uns ja sicherlich alle einig. Es ist in der Hauptstraße viel los und es wird sich auch viel Mühe gegeben, ob jetzt Zwickau blüht auf oder andere Aktionen, die dort stattfinden. Allerdings ist es derzeit ein weitgehend projektbezogenes Straßenbelebungsmodell. Und wir sehen in dem Antrag den Willen, es eben besser zu tun. Und um es noch besser zu machen, ergänzen wir den Antrag um den einen Satz. Ebenso sind die Möglichkeiten zur Ansiedlung weiterer Arztpraxen, Beratungsunternehmen und Kundenbüros zum Beispiel von städtischen Unternehmen darzustellen. Es wäre doch durchaus interessant, wenn eben auch vielleicht die Zwickauer Energieversorgung oder ein anderes städtisches Unternehmen dort ein Beratungs- oder Kundenbüro hätte. Eins ist ja schon da von Kultur Z. Warum? Weil wir glauben, dass es eine nachhaltige Frequenzerhöhung besser ist als nur projektbezogene Einzelmaßnahmen. So, aber vieles braucht eben Grundlagen, und diese Grundlagen müssen erarbeitet werden. Das gilt insbesondere auch, dass wir jetzt hier den Antrag um den letzten Absatz ergänzt haben. Denn es wird ja oft mit Annahmen gearbeitet oder mit gefühlt, ist der Leerstand in der Hauptstraße wirklich so groß? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeiten, die für die theoretisch guten Ansätze? Das geht natürlich nur mit den entsprechenden Grundlagen. Und deshalb hier im Änderungsantrag: als Grundlage ist die Zusammenarbeit, ist in Zusammenarbeit mit privaten Eigentümern eine Bestandsaufnahme anzufertigen, welche ein komplettes Bild der Verfügbarkeit von Flächen in der Hauptstraße aufzeigt. Diese Verfügbarkeitsanalyse sollte enthalten Flächenangabe, Wohnfläche oder Gewerbefläche, jetzige Nutzung oder geplante Nutzung. Ich denke zum Beispiel ans Kaufhaus Joh, da wissen wir ja schon, dass dort wieder ein Kaufhaus reinkommen soll. Eine Zustandsbeschreibung und auch Ausschlusskriterien für eine Nutzung, zum Beispiel Lärmschutz oder Barrierefreiheit. Ich bitte um Zustimmung für diesen Änderungsantrag. Ich habe noch einen Vorschlag. Wie wir alle, Sie, die Hauptstraße auch beleben könnten. Nutzen Sie doch einfach die bereits vorhandenen Handels- und Dienstleistungseinrichtungen. Dort gibt es tolle Geschäfte. Und wenn wir unsere Innenstadt diesbezüglich stärker frequentieren würden, würde sich vielleicht das eine oder andere Problem von alleine lösen. Obwohl der Änderungsantrag heute erst auf dem Tisch liegt, habe ich eigentlich nicht vor, ihn wieder in den Ausschuss zu verweisen. Ich mache aber die Stadträte darauf aufmerksam, dass dieser Änderungsantrag also eben nicht nur ein Prüfauftrag ist, sondern eine Konzepterstellung beinhaltet. Also er ist schon auch qualitativ weitergehender
als der Antrag, der ursprüngliche Antrag, der am Ausschuss vorbereitet wurde. Herr Drechsel? Frau Oberbürgermeisterin, in dem Grundantrag steht schon in der Satz drin, in dem Konzept soll weiterhin untersucht werden. Das ist jetzt nur noch eine Qualifizierung der Untersuchung. Also der ursprüngliche Beschluss lautet, es wird folgender Antrag als Prüfauftrag gestellt. Deswegen war die Bemerkung von Herrn Siegel vorhin schon richtig. Also der Antrag, der Änderungsantrag der BFZ, der ist schon qualitativ weitergehend und damit auch quantitativ weitergehend. Aber ich würde ihn zur Abstimmung stellen. Herr Itzig. Da der Herr Siegel mich vor uns aufgefordert hat, was zu sagen, dann wäre das zum dritten Mal, was die Prüfaufträge anbelangt. Aber da es heute kurzfristig kam, würde ich gern einen kleinen Schwenk aus der Immobilienwirtschaft machen und würde für den Änderungsantrag werben wollen. Warum? Der Änderungsantrag, ne, man liest im letzten Absatz, wir wollen alle das Gleiche und dann lasst doch mal geschehen, was geschehen soll. Wenn die Grundlagen nicht da sind, über die wir sprechen wollen, macht irgendwelcher Prüfauftrag, Auftrag an die Verwaltung, alles gar keinen Sinn. Man braucht tatsächlich, und hier steht es drin, das nennt man in der Immobilienwirtschaft einen Keyplan, einen Schlüsselplan, der mal diese Straße aufnimmt. Der nimmt auf, dort habe ich den Leerstand, dort habe ich den Nutzer, da habe ich den Nutzer, den habe ich den Nutzer. Und das ist die Grundlage des Handelns, um überhaupt mal was entscheiden zu können, zu denken zu können, ob man dort eine Gastronomie reinmacht, dies, das oder jenes, platschi, platschi, blum. Hat man dies nicht, kann man sich das ganze Zeug eigentlich aus Sicht der Immobilienwirtschaft sparen. Und ganz wichtig, was aufgenommen wurde, die private Eigentümer, das Einzige, was ich vermisse, ist die Immobilienwirtschaft, aber die sehe ich mal gekoppelt mit den privaten Eigentümern. Also ich glaube, heute mal zu beauftragen, ob als tatsächliche Konzeption oder Erstellung eines Keyplanes für alle uns eine für uns alle wichtige Straße, eine Einkaufsstraße der Stadt, ist ein Grundwerkzeug, um weitere Schritte später mit den Akteuren des Handelns unternehmen zu können. Deswegen werbe ich explizit jetzt hier an dieser Stelle für den dann weitergehenden Antrag und möchte nicht damit in Abrede stellen, dass ich die CDU-FDP-Fraktion mit dem Thema beschäftigt habe und bedanke mich auch für Ihre Aufmerksamkeit, dass es uns gelungen ist, das Jo wieder mit Leben zu füllen, weil das mag ich nun mal mir anheften, das ist nun mal meiner Person geschuldet, dass die Firma Schmidt mit dem Herrn Eigentümer des Jos aus der Schweiz dort einen Mietvertrag hat schließen können und wir hoffen, dass es in Bälde, sprich im nächsten Jahr, dann auch zur Belebung der Hauptstraße wieder beifügt. Deswegen nochmal, ich werbe für den Änderungsantrag, um ein Handwerkszeug zu erreichen, dass wir die Dinge dort weiter positiv nach vorn bringen können. Dankeschön. Herr Böhl. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, ich finde den Änderungsantrag der BFZ schon ganz interessant. Die Frage stellt sich mir nur, wenn es jetzt hier wirklich darum geht, ein Konzept zu erstellen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass mir eine Konzepterstellung wieder nach außen vergeben werden? Und über welchen Kostenfaktor reden wir denn dann? Also ich habe das jetzt per se nicht vor, nach außen zu vergeben. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden wir noch mal kommen als Verwaltung. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann wird jetzt zur Abstimmung gestellter Änderungsantrag von BFZ, der den Hauptantrag ersetzt, wenn er angenommen wird. Wer also dem Änderungsantrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmig beschlossen. Tagesordnung.